Die große Neuerung bei Deep Learning-basierten Ansätzen ist, dass ich als Programmierer nicht mehr versuche, dem Programm beizubringen, wie einzelne Symbole erkannt werden. Das Netzwerk lernt selbstständig, diese voneinander zu unterscheiden. Wir sind überzeugt davon, dass das, was wir hier gebaut haben, nicht nur auf Musikalien anwendbar ist, sondern dass es überall einen entscheidenden Vorteil bringt, wo viele kleine Objekte in einem großen Kontext erkannt werden müssen. Das automatische Blättern ist sehr wichtig, dann das Transponieren in 12 Tonarten, dann kann ich Notizen anbringen und vor allen Dingen, ich kann das synchronisieren mit allen Musikerkollegen, egal ob ich im Orchester bin oder eben mit Kammermusikformationen.